Hallöchen Popöchen, willkommen auf meinem Kanal, mein Name ist Mekko und wir spielen heute wieder Lies of P. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. In der letzten Folge sind wir hier in dieser, in dieser Wüste angekommen. Und da gibt es einen Torwächter, der mir ein bisschen zu schaffen macht, aber ich arbeite dran und bin eigentlich ziemlich gut dran. Und die Antwort von Steffi, die finde ich nicht nett. Mit dabei haben wir den Twitch-Chat wieder. Das heißt also, ist doch nur nett gemeint. Dankeschön. Guck mal, Ehrenmann. So, das machen wir jetzt vorher an. Und jetzt gehen wir rein und jetzt kriegt er richtig auf die Nüsse. Komm her, du fetter kleiner Wicht. Aua, du musst dich schon wegbewegen, ihr Freundchen. Ich habe keine Ausdauer mehr. Da ist das Problem. Wo ist meine Ausdauer hin? Hehehe, nicht mit mir. Geil, dass das wirklich klappt, ist nicer Scheiß. Aua. So, jetzt wieder rein und weg. Genau, also ran und weg, das ist die Devise. Und wenn das jetzt hier ein Jahr dauert, dann dauert das ein Jahr. Und ran in die Eier und weg. Und ran in die Eier und weg. Irgendwann muss er ja mal sich hinknien. Dann können wir den wieder so schön eins von Schädel latzen wie... Hier für dich. Diosa, moin. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, dir geht's gut. Mir nicht so. Ich werde hier nämlich verprügelt. Im Dauermodus. Und es ist so schwer. Manchmal mache ich null Schaden. Ist das so? Vielleicht muss ich nicht die Klöten anvisieren, sondern das Bein. Versuchen wir es damit. Ich habe mich gewundert, dass da gar nichts kam. Oh, wenn feiern gehen... Also, ne, es wurde gerade geschrieben. Die Frage ist, wieso du manchmal null Schaden machst. Also, keine Ahnung. Vielleicht muss ich meine Waffe vorher reparieren. Habe ich vielleicht nicht gemacht. Und wir müssen vielleicht zwei anvisieren. Und dann kam noch, komm gerade vom Feiern, war ein bisschen langweilig. Ja, wenn du mit... Wenn du beim Feiern Langeweile hast, dann bist du mit den falschen Leuten unterwegs. Glaube ich. Immer mit dem Floh. Und das ist mir auch immer langweilig. Aber das ist der Plan. Wir wollen keinen Stress. Wir mögen es langweilig. Aua, du Pissflitscher. Vielleicht leidet meine Waffe in der Zeit, bis ich da oben bin, schon ein ganzes Stück und ich habe es nicht gesehen. Ah, ja, er hatte mir erzählt, er kam gestern Nacht noch. Also wirklich spät.
Aber da war er dann da. Ach komm, ey. Hör mal. Geht's euch gut oder was ist los? Werde ich hier voll vergewaltigt von den beiden? Darauf erstmal ein Knack. Ach, Prost. Könnt ihr das hören, dieses Geräusch? Es ist so schön. Perfekt. Prost. Schluckschnecken? Was denn Schluckschnecken? Schluckschnecken. So, komm, Alter, wir müssen den jetzt mal platt kriegen. Grad war doch so richtig nice. Könnt mir jetzt sagen, dass ich mit dem komischen Muchelgriff da mehr Erfolg hatte als mit dem jetzt hier? Kann nicht sein. Das kann nicht sein. Es macht keinen Sinn. Ah, ich habe die Waffe wieder nicht repariert. Nein! Alter Schwede, ey. Ach, ey, dass man in dieser Ecke da festhängt, ne? Wer programmiert denn so eine Scheiße da rein, ey? Habe ich jetzt Schaden gemacht? Ja, ne? Das war nicht viel. Und ich bin schon wieder tot. Och, komm, ey. Oh. Ich bin mit der Waffe einfach nicht zufrieden. Oh Mann, ey. Kannst du mir auch... Kannst du mir nicht sagen, dass das hier die ganze Zeit passiert? Auf einmal haut der nach oben, weißt du? War heute das erste Mal mit den Freunden von einem Kumpel von mir und die waren alle ein bisschen wild drauf. Was heißt denn ein bisschen wild? Habt ihr Drogen genehmt oder was? Ich bin echt so doof, ne? Ich nehme die 1000 Punkte jetzt auf jeden Fall immer mit. Sobald ich gleich ein Level up machen kann. Junge, stirb doch jetzt. Glaube ich, gehe ich einmal zurück und mache das Level up auch. Weg mit dir, Schmutzfink. Die waren alle frauenfeindlich, die können ja eh nichts sagen. Vielleicht brauchen wir mal mehr Leben. Was hältst du davon? Bin ich gerade etwas schwer? Warte mal. Da ist der Wurm begraben, Alter. Ich bin etwas schwer.
Deswegen bin ich auch so langsam. Die wiegen alle gleich viel, ne? Ja. Kann sein, dass er jetzt schneller zuhaut. Ich bin mir nicht sicher. Könnte jetzt auch nur Einbildung sein. Aber gefühlt habe ich das irgendwie gerade. So, YouTube, ich mache mal für euch Pause. So, Chat, ich kann ihn jetzt das zweite Mal exekutieren. Und ich glaube, jetzt habe ich ihn. Oh, Abzeichen eines hochstufigen Alchemisten. Mit dem letzten Lebensding, ey. Aber ich, also der Chat, lustigerweise hat der Flo gerade geschrieben, mein Mod, der Support, hast du das YouTube-Video wieder angemacht? Ihr habt es genau in dem Moment dann angemacht, weil er nochmal umgefallen ist. Oh, alter Schwede, der war nervig. Da könnt ihr mir aber sagen, was ihr wollt. Der war nervig. Oh, Jule weint. Toll. Oder Husten? War es nur Husten? Ich glaube, es war nur Husten, aber sie wird dann gleich schreien. Da muss ich leider einmal kurz los. Tut mir leid. So, da ist erstmal ein Stargazer. Oh. Schön. Also die Kämpfe werden immer härter und härter und härter und härter. Es ist so anstrengend, ehrlich. Aber immerhin haben wir den jetzt weg. Der war wirklich nervig. Ist das euer Ernst? Ja, und meinen Kindern jetzt eigentlich soweit ganz gut. Ich glaube, die können sich nicht beschweren. Ich kann mich auch nicht beschweren. Ich bin... Oder ich habe ja die lange Pause auf Twitch nur gemacht, weil ja meine Tochter geboren wurde. Und mittlerweile schläft sie eigentlich gut durch. Ich kann wieder streamen. Da oben steht King Kong. Was ist das denn, Alter? Frisch aus Stranger Things geschlüpft. Hast du einen reingekriegt, ja? Das ist wieder so ein Mannbärschwein. Ich glaube ja, ne? Aua! Da habe sogar ich einen abgekriegt. Genau, fall mal runter. Ey, Replay bitte, Replay. Oh mein Gott, ey. Was war das denn? Ach, wie dumm. Es ist das Mannbärschwein. Herrlich. Einfach runtergefallen. Sau dumm. Aber gut. Kommen wir denn da rüber? Ich will da drüben auch noch looten. Ach, herrlich, die waren gut. Einfach runtergefallen. So Gesichter hier, ne? Das ist ein bisschen kopiert, ne? Die gab es bei Dark Souls auch. Oder ist das eine Anspielung an Dark Souls? Die gab es bei Dark Souls auch. In dem Gebiet. Ich habe
mich schnell dahinter versteckt. Ich würde sagen, ich schieße da wohl nicht hier unten hin, oder? Kann ich euer Ernst sein? Das ist schon halb pudeln. Oh ne, nicht wieder so einer. Aber der ging jetzt Gott sei Dank gut. Oh shit, aua, aua. Ey, das hätte auch in die Hose gehen können. Ich spring einmal runter. Da war so ein dicker Klops. Wenn der mich jetzt getroffen hätte, wäre ich runtergefallen. Dann wäre ich tot gewesen. Ich hätte gar keinen Bock drauf gehabt. Also die Kanone da oben, die ist aber auch absolut frech, oder? Die ist ja so ehrenlos platziert, ey. Mein Gott. Schießt ihr auch, oder? Na, jetzt wieder nicht, ne? Ihr kleinen Pissnellen, ehrlich. Huch. Oh Mann, ey. Jetzt machen wir erstmal den hier weg, der nervt. Ach, das ist doch unfair mit diesen unsichtbaren Kötern. Oben, Alter, ich kann nichts treffen hier. Aua. Und alle haben eine Range von 3000. Mama, warum hast du nichts gelernt? Schau dir den Dieter an. Der hat sogar ein Auto. Jetzt mach doch mal Platz hier, ey. Entschuldigung, darf ich sie mal von der Konsole hier wegsteuern? Mit dem Schrottding hier. Mann, ey. Jetzt müssen wir da oben gleich hin, aber hier war ja auch noch was. Das gehen wir jetzt als erstes mal durchlooten. Wo geht's runter? Da. Das war eben los. Na komm, hier kann man dann einfach den Shortcut nehmen. Kann einfach durchrasen wie ein Weltmeister. Geil. Kannst du mich einfach direkt hier schub schub bis durch. Und gut ist. So soll es sein. So, jetzt haben wir da oben noch irgendeinen Eierkopf gehabt. Den habe ich vorhin gesehen, aber der ist weggelaufen. Müssen wir mal gucken, wo der jetzt genau ist. Nicht, dass hier noch irgendwo ein Köter um die Ecke sitzt oder so. Und dachte her.
Ach ja, moin. Komm mal her hier, Junge. Wenn ich den treffen würde, weißt du, dann wäre das auch gar kein Problem hier. Komm. Du kriegst noch eine von mir. Gratis. Und die kriegst du auch noch. So, jetzt haben wir nur noch den da hinten. Ich habe aber nichts mehr zum Werfen, Alter. Mir gehen echt die Materialien aus. Ich muss mal gucken, dass ich zu dem Fuzzi gehe und mir ein paar Materialien hole, die ich werfen kann. Entschuldigung. War nicht mit Absicht. Ich habe den Heiltrank weggemacht, ne? Geil. Idiot, hab den Heiltrank weggemacht, Alter. Ich fall vom Glauben ab. Vielen Dank fürs Folgen. Oh Gott, Alter. Wenn man nicht kein Hirn hat, weißt du, dann macht man sowas. Vielen Dank fürs Folgen. Vielen, vielen Dank. Nice. Hier steht irgendwas. Ja, tatsächlich passt. Was stand denn da? Wach auf, entwickle dich, steige auf, grüße den Gott, der bald von der Spitze der Abtei auferstehen wird. Ja. Okay. Die reden nicht von mir, glaube ich. Gar nicht schlimm, alles gut. Was haben wir jetzt bekommen für ein Amulett? Irgend so eine Hand, das da. Erhöht maximale Legion. Ja, das ist ja total unwichtig, ganz ehrlich. Boah, das sieht noch nach einem langen Weg aus, wenn ich mir so das Gebäude hier angucke. Das sieht noch nach einem ganz schön langen Weg aus. Ich mach das hier auf. Kann ich von hier aus nicht öffnen. Geht nur von außen. Von innen. Boah. Also auf jeden Fall schon mal ein Stargazer. Was uns viel Weg erspart. Ich glaube, das, also es fühlt sich auch ein bisschen wie Endboss-Gebiet an, ne? So, mittlerweile. 94 Tode. Meinst du, wir schaffen noch die 100? Was seid ihr für eine Schrift? Das sieht alles gleich aus. Tannenbaum. Berge. Vulkan mit Rauchwolke. Zwei Bäumchen. Tja.
Weg mit deinem Furz. Hä? Wenn man hier runter geht, wo kommt man denn dann hin? Da ist irgendwas. Das kann man nicht blocken. Okay. Dankeschön. Das ist ja richtig nett von dir, du hässliche kleine Krücke. Was ist denn hier los, Alter? Moin. Ja, ja, das ist ja richtig fair jetzt hier. Junge, kannst du mal mit deinem Schwanz aufhören, mich zu verprügeln? Was bin ich hier, im Gay-Club oder was? Doch von vorne, Junge. Jetzt willst du auch noch, ne? War mir klar. Junge, 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 Junge. Wir warten erstmal, bis der hier wiederkommt. Dann kann ich den nochmal kaputt machen. Dann rennen wir da hinten durch. Na? Alter, da läuft völlig super aus dem raus. Guck mal. Weg damit. Ist das hier eine geheime Tür? Es hat sich gar nicht gelohnt, hier runterzugehen. Außer auf die Fresse zu kriegen, habe ich nichts bekommen. Ist ja wie zu Hause. Lass halt nicht Melli hören. Kriege ich wieder auf die Fresse. Dann sagt sie, das stimmt nicht. Und dann haut es mir auf die Fresse. Bündel von alten Briefen. Ein Haufen verstaubter Briefe. Lieber Valencius Monar, beim letzten Gipfel haben wir ehrwürdigen Familien beschlossen, den Bauplan für das Zellator-Labor aktiv zu unterstützen. Es gibt immer noch einige Leute, die dagegen sind, aber es wird nicht allzu schwer sein, sie zu überzeugen. Die einzige mögliche Variable ist, dass sie keine Informationen zum Labor preisgeben wollen. Es ist gut, vorsichtig zu sein, aber wir sind diejenigen, welche die Mittel bereitstellen, also wollen wir keinerlei Ungewissheit. Wir sollen nie einfach nur zusehen. Alte Familien hassen es am meisten, wenn man auf sie herabschaut. Ihr Alchemisten kennt und beherrscht so viele Dinge. Ich hatte keine Ahnung, dass dieser als Teufelsgrube bekannte Ort so wertvoll ist. Doch sobald man eine Goldmine oder ein Geheimnis enthüllt hat, kann man die Katze nicht mehr zurück in den Sack packen. Macht euch keine Sorgen wegen der Bauarbeiter. Wir kümmern uns darum, dass alles blitzeblank wird. Vergiss nicht, wenn du zu Boden schaust oder versuchst, uns auszutricksen, verschwinden nicht nur die Arbeiter. Bis zu unserem nächsten Treffen. Ich freue mich auf unseren vorteilhaften Austausch im Namen der alten Häuser Volve. Beste Erziehungsgewalt. Mhm. Was? Das ist nicht nett. Der kleine Mekko wird nicht gern gehauen. Ha! Da oben sind voll die fetten Gegner. Weg mit dir. Störung ist richtig Müll. Wenn man Störung auf 100% hat, dann stirbt man instant. Ach komm. Wie soll ich den denn kriegen?
Ach so, doch. Ach doch, brauchst du dich gar nicht rausreden. Was? Kannst du mich mal in Ruhe lassen jetzt hier? Alter, die verkloppen mich voll. Ich red mich nicht raus. Ich werde nicht gern verhauen. Nee, das ist nicht schön. Kloppen ist nicht schön. Da tut alles immer nur weh. Schwester Alchemistin Ordreit. Ordreit, ja. Obwohl sie nicht vollenden werden konnte, möge sie durch ihre edlen Opfer mit uns sein. Ah ja. Also den... Oha, was war das? Was war das? Was schießt hier? Hilfe! Irgendwas hat auf mich geschossen. Bin verwundet. Ruft einen Arzt. Mach dich mal vom Acker hier, du nervst. Was hat denn da gerade geschossen? Ist da oben einer? Aha, du Pissflitsche. Hast du davon? So. Wie kriege ich die kaputt, ohne dass der mich trifft? Und jetzt? Ah, einmal ausweichen, okay. Das war nicht so schwer. Kommt da noch so ein Ballermann? Junge, der hat mich ordentlich erschrocken. Meinst du, dich sehe ich nicht? Spaltende Persönlichkeit, habt ihr gesehen? So, hier ist ein Shortcut drin. Wo auch immer der hinführt. Habe ich den Weg hier freigeschaltet schon? Ach, hier bin ich vorhin runter. Ah, okay, alles klar. Das schaltet dann den Weg hierhin frei. Okay, Da ich jetzt gleich eh sterben werde, weil ich keine Heal-Kits mehr habe. Heal-Kits, Alter. Einfach ein neues Spiel erfunden. Kann man nicht lang? Okay. Er hat hier eine Furzwolke hinterlassen. Da kommen wir nicht durch. Da sterben wir. Ich überlege ja tatsächlich, ob ich das Langschwert weiterspiele, Skille. Weil der erste Teil vom Langschwert auch voll gut ist. Nicht. Wenn ich mir so die ganzen Speedrunner angucke, kriege ich einen Krampf. Die sind alle so schnell und fühlen sich überall durch. Da liegt Loot. Da oben ist ein Loch drin, das heißt, da kommt garantiert was durchgeplumpst. Was macht der da so eine Furzwolke hin? Du bist aber auch ein Arschloch, wa? Und wieder. Fast tot jetzt.
Hör auf mit deinen Stinkewolken. Komm da lieber raus aus dem alten Fuchs. Aua! Alter, Störung, ne? Das ist so ein gruseliger Effekt, ehrlich. Wie ist das eigentlich, wenn du eine Brille abnimmst, ne? Also, wenn du die Punkte dafür verwendest und ich habe die Brille vorher ab, muss ich das dann negativ machen und muss die Brille wieder aufziehen? Ich wollte sagen. Ne, das ist Cheaten. Man kann es ja mal versuchen, ne? Camille, sie ist wahrscheinlich die erste Puppe mit einem Ego, die der Orden entdeckt hat. Davor wurde Ergo nur als Preis für eine heilige Reise des Ordens angesehen. Es war ein Geschenk Gottes, aber sie wussten nicht, dass es die Wahrheit selbst war. Doch Gott schenkte uns Narren die Offenbarung, um uns zu erleuchten. Es war ein Wunder Gottes, dass Camille zu einem Dienstmädchen-Puppe gemacht wurde. Obwohl das Design noch in der Anfangsphase war, fing Camille ein Baby. Was? Die aus einem Kinderbett gefallen war. Ach so, ich wollte gerade sagen. Und rettete es. Eine solche Funktion war im Entwurf nirgends zu finden. Ihr Aussehen und ihre Identität zu Lebzeiten waren ähnlich. Daher war es wahrscheinlich einfach für sie, ein Ego zu manifestieren. Nachdem er Camille eilig zu einer Untersuchung abgeholt hatte, fand der Orden heraus, dass sie Sprache versteht und erhielt eine Nachricht. Schickt mich zurück zu meinem Kind. Durch das Verhör und der Auseinandernehmen von Camille hatte der Orden einer neuen Möglichkeit die Tür und Tor geöffnet. Später tauchten Kontrollmittel wie der große Bund auf, doch im Vergleich zu diesen Entdeckungen war das ein kleines Problem. Ergo ist kein einfacher Machtstein, es umarmt das Leben. Durch Ergo können wir die Tür zum ewigen Leben öffnen. Mach auf, entwickle dich, steige auf. Mit dieser Entdeckung wird die Menschheit Unsterblichkeit erlangen. Unfair. Was? Kannst du mal versuchen, also. Hallo? Weg mit dir, du Schmutziger. Geh jetzt nochmal rein. Ist das eine Falle? Keine Falle. Klinge eines großen, säurehaltigen Krummschwerts. Oh, das habe ich gehört. Das soll richtig gut sein, das Ding. Aha, da haben wir es gefunden, tatsächlich. Okay. Hier schießt jetzt auch keiner auf mich, ne? So, ich glaube, von hier aus kommt man da oben drauf und kann sich den Loot holen. Wenn man denn möchte. Aber dann muss ich den ganzen Weg ja wieder laufen. Ha! Den Loot holen wir uns gleich, wenn wir die Kanone weg haben. Huch! Surprise, Motherfucker! Können wir das mal mit dem hier machen? Komm mal her, Junge. Komm, Junge, komm. Ich weiß, du willst es auch. Komm. Und? Schade. Oh, ich muss meine Waffe schärfen. Komplett im Arsch. Durch den ganzen Verfall der Magier. Ach, herrlich. Das ist noch so ein Teil. Wenn der dich erwischt, hast verkackt. Dann fliegst du erstmal. Okay.
Also die hat gerade eine Kanone geschossen. Wir müssen jetzt nur ein bisschen aufpassen, dass sie uns nicht nochmal trifft. Ey! Okay, wir haben jetzt unten eine Brücke geöffnet. Ich habe gedacht, das Ding kommt jetzt aus dem Wand gepfeffert und schießt mich hier runter. Da haben wir irgendwo eine Brücke gemacht. Na dann. Okay. Wie weit sind wir denn bei YouTube? Oh, ihr habt noch ein paar Minütchen. Ihr Glücklichen. Oh, guck mal hier. Hallo. Huch! Alter, fast schon wieder vergessen. Ich glaube, hier runter tut nicht so weh. Ich hole mir mal die Sachen hier. Muss ich zwar wieder komplett hochlaufen, aber ist mir egal. Ist okay für mich. Ist wirklich okay. Soweit war es nicht. Pupsi, ich habe gehört, du fährst eine Simme. Habe ich gehört. Wurde mir erzählt. So richtige Bikerin bist du geworden. Auf deiner Harley. Richtig krass. Okay. Das war mein Plan. Mal deinen knackigen Arsch auf meinem Gesicht hier. Ja. Ah, schön. Das hat doch gut geklappt. So, jetzt gehen wir da oben das Ding wegkloppen. Kann ich hier ran? Oder schießt mich hier weg? Ne, hier kann ich ran. Ostdeutschland an die Macht. Was? Habe ich nicht gehört, habe ich nicht gesagt. Da bin ich raus. Müsste ich mit Melli prima verstehen. Die ist, die kommt ja aus dem Osten. So, wir haben hier so ein Ding bekommen. Oh, plus 4 ist nochmal heftig gut, ne? Aber dann sind wir schon wieder etwas schwer. Wir müssen also nochmal ein bisschen Gewicht skillen, damit wir auch ein besseres Amulett noch tragen können. Hier geht's noch runter. Oh, da können wir den Shortcut freischalten. Oh, den Shortcut nehme ich mit. Da ist auch direkt der Stargazer, also das ist ja wohl. Das ist ja wohl mehr als perfekt hier. Du wohnst im letzten Zipfel im tiefsten Osten. Tja. Ne? Ja. Ihr Ossis wieder. Ihr Ossis wieder, ey. Muss ich echt nochmal Gewicht skillen? So eine Kacke, ey.
Kann ich jetzt das Ding tragen? Den neuen? Ja, das ist schon mal gut. Ja. 94 Tote, ne? Das ist schon ganz schön knapp vor der 100. Ich habe eigentlich gesagt, ich möchte nicht die 100 knacken. Aber, wie es aussieht, werden wir das tun. Weil Endbosse und so in den Spielen, die sind immer übertriebenst OP. Mensch, das kannst du doch besser. Dankeschön, Chat. Nett wie immer. Die Viecher, die spawnen tatsächlich wieder neu. Die komischen Skorpionhunde da. Von wem? Von mir? Ich habe da ja nichts gemacht. Chat ist enttäuscht. Weil ich das besser machen könnte oder was? Oder wie oder was? Ah, jetzt habe ich vergessen, den einen Griff zu nehmen da. Ah ja, da wird er aktiv direkt hier, ne? Sehr schön. Hör mal, ich gebe mein Bestes, Mäuschen. Ich gebe mein Bestes. Kannst aus dem Lappen keinen Profi machen, das ist einfach so. Warum ist da oben eine Leiter? Ah ja. Wieder ein Shortcut. Da unten steht einer. Der arme Nacho, ey. Da mache ich einen Screenshot von und dann schicke ich dem das. Was machst du denn hier? Schnuppergasbösewicht. Nee, das ist ja erst wieder traurig, ja. Siehst du, und du bist schuld. Du hast sein Herz gebrochen, als du bei mir warst. Ne? Okay, da geht's abwärts. Wie soll ich denn da rüberkommen? Habe ich schon was verpasst oder was? Da ist ein Aufzug oder so, ne? Huch! Jung, was ist los mit deinem Stinkestaubdauer da? Nerv ihn nicht rum. NYPD, nervende Junkies, piss ich aufs Dach. Naja, so klar, ne? Ach du schon wieder. Geht denn hier die Leiter hoch hier? Nö, 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 na lass mal. Tschö. Ich hab gar keinen Bock drauf hier.
Schissnelke. Ja, das kann man ja auch nicht schaffen, rüber zu springen. Wie komme ich darüber? Hat jemand eine Idee? Tipps sind gerne gesehen. Na, hier schaffe ich es nicht rüber. Ne. Oh, ich konnte es aber nehmen. Ich konnte fudeln. Konnte halt einfach nehmen. Oh, wir sind für den YouTube-Chat schon wieder auf 50 Minuten. Oh, da kommt man wohl rüber. Ich habe mich drüber gebackt. Habe ich. Hast du gesehen? Wie Batman. Oha. So, YouTube. Bevor wir dem da unten jetzt den Anus versohlen, machen wir einen Cut für euch. Ihr kennt das Ganze? Ihr dürft trotzdem ein bisschen Liebe da lassen. Einfach hier die Glocke mal aktivieren. Daumen hoch, kommentieren nicht vergessen, damit wir uns ein bisschen unterhalten können. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao!